Wir haben heute wieder mal Post bekommen und das mal von der Firma KML. Das ist der Importeur, der unter anderem das Produkt von der deutschen Firma Tillig hier bei uns in der Schweiz vertritt. Die Wege, die wir Ihnen heute vorstellen, sind eigentlich zwei ehemalige Wege von der Deutschen Bahn, aber sie sind auch in der Schweiz anzutreffen. Und zwar ist es so, dass es hier eine Firma gibt, Rail Adventure heisst die, und die machen Überführungsfahrten. Von kaputtem Rollmaterial, von neuem Rollmaterial. Und dazu haben sie auch Kupplungswagen mit Buggys im Einsatz. Und das Set schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Ja, wenn wir die Schachteln aufmachen, sehen wir schon einmal die zwei Wagen. Hier. Dann haben wir einen Zubehörbeutel. Das ist schon mal gut. Und wenn wir den Wagen rausnehmen, sehen wir auf der einen Seite ganz normal die Standardkupplung. Nach neben, weil sie eigentlich überall dran ist. Und auf der anderen Seite vom Wagen, ja, da ist das so ein komisches Ding. Ja, aber wie sollen wir jetzt da etwas kuppeln? Mal schauen sie es an. Schauen wir den Wagen hinter, den nach hier. Dann jetzt auch ein Set dabei mit den Buggys, die man dann eigentlich nach einem havarierten, also zu transportierenden Modell kann draufstellen kann. Das sind einmal vier Stück in dieser Packung. Dann haben wir aber noch einen zweiten Wagen. Auch den nehmen wir mal raus. Was uns hier interessiert, sind auch nochmal die Buggys. Das Mal sind sie ein bisschen grösser als die, die wir vorher gesehen haben. Wir können das dann gleich schnell anheben, wie das wird aussehen. Dann können wir hier so Metallstängel führen. Und auch noch so Kupplungsstangen. Jetzt versuchen wir mal die Komposition festzumachen. Wir haben hier eine R460 noch von Rocco. Ja, die Stange kommt dann eigentlich ganz normal rein. Puck. Da wo man sonst eine Kupplung würde montieren. Das natürlich auf beiden Seiten vom Modell. Wie sieht die Loki jetzt auf einmal so aus? Und fürs weitere Vorgehen wechseln wir mal aufs Gleis rüber. Wir haben jetzt mal die beiden Kupplungswagen auf unser Gleis gestellt. So macht es natürlich keinen Sinn, weil jetzt müssen wir die Loki dazwischen. Das wäre ja dann eigentlich so. Nur ist es ja so, dass unsere Loki in diesem Fall eigentlich havariert ist und eine Überführungsfahrt bräuchte. Genau hier kommen jetzt die Buggys zum Einsatz. Jetzt nehmen wir die Loki schnell wieder weg, um das näher zu zeigen. Einmal. Zweimal. Dreimal und noch der vierte. Das ist jetzt halt nicht so ganz vorbildgerecht, wenn wir das machen, aber es ist ja schließlich eine Modelleisenbahn. Nehmen wir hier die Wägele. Punto, die Loki drauf. So, die Loki wäre aufgeladen, die Buggys sind drunter. Jetzt schieben wir hier unsere Kupplungswagen wieder an. Ein bisschen schwierig mit der anderen Hand. Unter Metallstift rein, einen runterplumpen, et voilà, Lok hebt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir schieben den Kupplungswagen dran, nehmen den Metallstift, schwubbidiwupp, und auch hier hebt es. Ja, und was wir jetzt haben, ist eigentlich schon die fahrende Komposition. Sie sehen, es rollt auch sehr gut. Doch, wie verhält es sich mit der Lok? Wir probieren es gerade aus.
Und mit den anderen beiden Buggys ist es auch möglich, Güterwagen zu transportieren. Mehr zu diesen beiden Wagen und zu weiteren Modellbahnneuheiten finden Sie auch auf unserer Webseite www.loki.ch, in unserem Heft und natürlich auch auf dem YouTube-Channel.